Marxismus und marxistische Theorie verwenden, um Phänomene wie Facebook, soziale Medien und so weiter zu verstehen. Ja, was irgendwie eigentlich eigenartig wirkt, weil wenn wir an Facebook, Google und Twitter und so weiter denken, denken wir normalerweise nicht an Karl Marx. Ja, also irgendwie sollte das auch die Frage aufwerfen, wer kann Marx uns helfen, diese Phänomene kritisch zu verstehen und zu beleuchten. Ich habe einige Publikationen zu diesem Bereich gemacht, alles auf Englisch, ja, dieses Buch Social Media oder ein Buch über digitale Arbeit und Karl Marx oder ein Buch über die Occupy-Bewegung und soziale Medien. Ich habe da jeweils ein Exemplar mitgebracht, ich gebe das auch durch, ihr könnt euch das ansehen, meine Bücher reinschmökern. Ein Buch, das ich nächstes Jahr veröffentlichen werde, ist dieses. Ja, und einiges, worüber ich spreche, kommt auch aus diesem Buch. Aber generell, ja, wenn wir an das Internet, digitale Medien denken, einige Leute hier haben sicher ein iPhone. Ja, das iPhone, ja, wird irgendwie vermarktet, dass es was ganz Großes ist. Andererseits wissen wir, dass chinesische Arbeiter dieses iPhone zusammenbauen. Also ein Thema ist, wie verändert sich Arbeit im Informationszeitalter, das Thema der digitalen Arbeit. Ein großes Thema ist auch Privatsphäre und Überwachung. Also es gibt eine Tendenz dazu, dass persönliche Daten zu einer Ware werden, die verkauft werden. Dann das Thema der Überwachung. Es gibt einerseits staatliche Kontrolle, ja, also wenn wir an die Aufdeckungen durch Edward Snowden denken. Andererseits, wenn wir an sowas denken wie WikiLeaks, dann gibt es auch eine Infragestellung dieser Kontrolle. Frage. Und dann gibt es Ideologien, zum Beispiel die Ideologie, dass wir eine Terrorismusgefahr haben und daher mehr Überwachung brauchen, um diesen Terrorismus zu bekämpfen. Oder die Ideologie, dass die Idee, dass soziale Medien entweder zu etwas sehr Positivem führen, nämlich zu Protest in der Welt und mehr Demokratie, oder zu etwas sehr Negativem, wie Riots, Gewalt, Ausschreitungen, Kriminalität. Also das sind Ideologien, die man auch hinterfragen sollte. Es gibt Diskussionen zu Internet, sozialen Medien und Protest, wo sich die Frage stellt, was ist eigentlich die Rolle der sozialen Medien in Protesten. Also wenn wir Arbeit, Klasse, Staat, Politik, Ideologie und Protest, soziale Kämpfe im Informationszeitalter untersuchen wollen und ein Verständnis davon bekommen wollen, dann bietet sich eine auf Marx zurückgehende Kritik der politischen Ökonomie, des Internets und der Medien als Ausgangspunkt an. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen reden. Ich möchte aber als Ausgangspunkt ein bisschen über die Krise reden, die Krise des Kapitalismus, in der wir uns immer noch befinden, weil das irgendwie auch der Kontext ist für die Auseinandersetzung mit Medien und Kommunikation. Also Marx hat davon gesprochen, dass der Kapitalismus eine widerspruchsvolle Bewegung ist, also hat einen dialektischen Ansatz. Das heißt, er sagt, die Widersprüche des Kapitalismus führen zu periodischen Zyklen, in denen es früher oder später immer wieder zu Krisenerscheinungen kommt. Die Krise, die 2008 begonnen hat, ja, und irgendwie sich fortsetzt, ist eine dieser Äußerungen der widerspruchsvollen Dimension des Kapitalismus. Marx spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Widerspruch, also als Ursache dieser Krisentendenzen, von einem Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, wo Technologien als Produktivkräfte auch eine wichtige Rolle spielen. Also im Kapitalband 1 sagt er zum Beispiel, dass innerhalb des kapitalistischen Systems die Methoden, die technischen Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivität eines auch umschlagen in Beherrschungs- und Exploitationsmittel, also dass Technologie einerseits eine positive Dimension hat, andererseits aber auch eine negative. Und eine wichtige Variable für Marx ist die sogenannte Profitrate. Ihr seht hier die Formel dafür. M durch C plus V. M bedeutet Profit, also Gewinn,
C steht für konstantes Kapital, das ist das Geld, das ausgelegt wird für Ressourcen. V steht für variables Kapital, das ist das Geld für seinen Betrieb oder volkswirtschaftlich, das ausgelegt wird für Löhne. Jetzt kann man diese ganze Formel irgendwie umformen, indem man durch V durchdividiert wird, bekommt man diese zweite Formel. Und M durch V nennt Marx Rate des Mehrwerts, C durch V organische Zusammensetzung des Kapitals. Rate des Mehrwerts ist einerseits ein Maß für die Produktivität, andererseits ein Maß dafür, wie hoch die Ausbeutung der Arbeitskraft ist. Während die organische Zusammensetzung C durch V ist so eine Art Maß dafür, wie viel Technologie in der Ökonomie verwendet wird. Man kann jetzt makroökonomische Statistiken durchführen, um herauszufinden, wie hat sich die Profitrate, diese organische Zusammensetzung und die Rate des Mehrwerts entwickelt über Jahrzehnte hinweg. Also das kann man makroökonomisch darstellen. Das sind Zahlen für die USA, aus denen man sieht, dass einerseits die organische Zusammensetzung des Kapitals seit den 70er Jahren zugenommen hat, was bedeutet, dass Technologie eine immer wichtigere Rolle in der Ökonomie spielt, was auch mit der Computerisierung der Ökonomie zu tun hat. Andererseits, seht ihr die grüne Kurve hier, dass die Rate des Mehrwerts auch zugenommen hat, was darauf hindeutet, dass die Ausbeutung der Arbeitskraft auch zugenommen hat. Beide Faktoren spielen eine Rolle, sind Einwirkungskräfte auf die Profitrate, die irgendwie fluktuiert. Ja? Weder stabil ist, nicht ganz gering und auch nicht extrem hoch. Ähnliche Tendenzen kann man auch für Daten für die Europäische Union feststellen, also sind das genau dieselben Entwicklungstendenzen wie in Nordamerika. Eine andere Variable, die interessant ist, eine makroökonomische Variable, die man sich ansehen kann, ist die sogenannte Lohnrate. Das ist die Summe aller Löhne und der Anteil dieser Lohnsumme am Bruttoinlandsprodukt. Man kann ja sehen, für die Europäische Union, also 15 dominanten Länder und die USA, dass diese Lohnrate seit den 70er Jahren gesunken ist. Ja? Was sozusagen heißt, dass, wenn man es inflationsbereinigt betrachtet, die Löhne gesunken sind. Also natürlich hat man absolut mehr, aber da es Inflation gibt, ja, ist das relativ für das Entscheidende. Das bedeutet einfach, dass immer mehr Leute weniger Geld zur Verfügung haben, in relativer Hinsicht, um sich ihr Leben zu finanzieren. Während, wenn man sich dort, wo es Löhne gibt, gibt es an der anderen Seite Kapital. Wenn man sich die sogenannte Kapitalrate ansieht, dann hat die ganz wesentlich zugenommen. Was darauf hindeutet, dass eines der Probleme heute ist, dass der Anteil von Kapital am Bruttoinlandsprodukt steigt und der Anteil von Löhnen gesunken ist. Was auch Phänomene wie prekäre Arbeit und schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter erklären kann. Gleichzeitig gibt es eigentlich de facto kaum Unternehmensbesteuerung in vielen Ländern. Also das sind Daten für Unternehmenssteuern im Prozent des Bruttoinlandsprodukts seit den 70er Jahren. Also wenn man sich die Daten für Deutschland ansieht, ja, also das konvergiert gegen 0% des Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig hat aber der Anteil in vielen Ländern der Finanzindustrie am Bruttoinlandsprodukt, an der Wertschöpfung zugenommen. Also das deutet darauf hin, dass Finanzialisierung, der Aufstieg von Finanzderivaten, was man auch an dieser Statistik sehen kann, also das ist eine Statistik, die eine gewisse Art von Finanzderivat, sogenannte außerbörsliche Derivate, also als Prozentsatz am weltweiten Bruttoinlandsprodukt darstellt, ja, und eine massive Steigerung innerhalb von 10 Jahren feststellen kann. Das bedeutet, dass sozusagen die Schwierigkeiten der Akkumulation, Profite zu erwirtschaften, diese Probleme zu lösen, indem immer mehr in Finanzderivate investiert wird. Die Frage ist jetzt, ja,
in wirtschaftlicher Entwicklung, welche Rolle kann da Technologie und Computertechnologie spielen? Es gibt da eine Theorie, die Theorie der langen Wellen, die zurückgeht auf Josef Schumpeter, in der man davon ausgeht, dass Wirtschaftsentwicklung in Wellen verläuft. In Wellen von 50 Jahren, wo es 25 Jahre wirtschaftlichen Aufschwung gibt und 25 Jahre Abschwung. Dann gibt es eine Krise. Aus der Krise heraus entwickelt sich eine neue Technologie als Basisinnovation, die dann wieder zu Wirtschaftsaufschwung führt. Jetzt gibt es da unterschiedliche Ansichten dazu, ja, ob jetzt die Computertechnologie, die seit Anfang der 70er Jahre die Wirtschaft immer stärker geprägt hat, ob das jetzt ein Ausgangspunkt einer neuen Welle ist, ja, wo es zu Wirtschaftsaufschwung kommt, oder ob diese Computertechnologie in der Mitte einer neuen Welle emergiert ist. Wenn man sich allerdings makroökonomische Daten ansieht, also das hier sind Daten für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien und in den USA seit 1830 in 10 Jahreszyklen, dann kann man eigentlich diese Wellenabfolge gar nicht so verfolgen, dass man sagen könnte, das sind immer 50 Jahre, das variiert zwischen 20, 30, 40 und 60 Jahren. Und vor allen Dingen seit den 70er Jahren ist eigentlich die Wirtschaftsentwicklung ganz instabil. Ja, also man kann nicht entweder einen massiven Abschwung oder einen massiven Aufschwung über längere Zeit hinweg, ja, 20, 25 Jahre, verfolgen, sondern die Wirtschaft ist sehr instabil. Ja, was ein Hinweis darauf ist, dass diese schumpeterianische Wirtschaftstheorie gar nicht funktioniert und dass Computertechnologie und Finanzialisierung des im Kontext der Finanzialisierung des Kapitalismus eigentlich zu einer stärkeren Instabilität des gesamten Wirtschaftssystems geführt hat. Und warum das ein wichtiger Kontext ist für die Internetindustrie, ist, dass die Internetindustrie ihre Geschichte, also wenn ihr euch zurückerinnert, an 2000, da hat es eine große Finanzblase gegeben, die explodiert ist. Das ist nur ein Beispiel, ja, Firma eToys, so eine Art Amazon für Kinderspielzeug, war eine der Firmen, die also börsennotiert waren in den USA und ganz hohe Börsenwerte erreicht haben, aber niemals Profite gemacht haben. Ja? Und dann ist diese Blase geplatzt und viele Internetunternehmen, die in den 90er Jahren als die neue Hoffnung der Wirtschaft, ja, nicht nur der amerikanischen Wirtschaft, sondern der Weltwirtschaft gegolten haben, viele dieser Unternehmen sind bankrott gegangen. Meiner Meinung nach passiert was ganz Ähnliches heutzutage. Ja? Also man kann, wenn man in die Wirtschaftsliteratur liest, Managementliteratur, dann gelten soziale Medien, dieser ganze Bereich gilt als Hoffnung für ein neues Wachstum, für mehr Jobs und so weiter. Wenn man sich aber, also das sind Börsendaten für Twitter und Weibo, das chinesische Form von Twitter, die fluktuieren irgendwie, diese Börsenwerte, ja, also es sind Werte für den Aktienpreis, für eine einzelne Aktie dieser Unternehmen, aber insgesamt sieht das ganz gut aus, diese Aktienwerte. Sieht man sich aber an, die Gewinne dieser Unternehmen, ja, Twitter, Weibo, dann sieht man eigentlich, machen die nur Verluste, ständig Verluste. Also es ist sehr schwierig in dieser Industrie, die eigentlich auf personalisierter Werbung basiert, Profite zu machen. Ja. Das ist eine Hochrisiko-Wirtschaftssektor, in der mit Ausnahme von Google und Facebook Profite und Börsenwerte nicht übereinstimmen. Also es könnte sein, dass die nächste Finanzblase, die explodiert und zu einer Krise führt, größeren oder kleineren Ausmaß, sich im Bereich sozialer Medien aufbaut und dass das nicht ein großer Wachstumsbereich ist, weil es auch ein sehr stark finanzialisierter Bereich der Medienökonomie darstellt. Ich möchte ein bisschen was sagen zu verschiedenen Theorien und Konzepten, wie man Kommunikation und Macht konzeptualisieren kann. Eine sehr populäre Theorie ist die von Manuel Castells, der ein ehemaliger Marxist ist, der aber der marxistischen Theorie den Rücken gekehrt hat. Der hat Bücher darüber geschrieben, über die Rolle des Internets, vor allen Dingen in sozialen Bewegungen. Der geht davon aus, dass die sozialen Bewegungen, die seit 2011 eine Rolle gespielt haben, im arabischen Frühling, in Spanien, Griechenland und so weiter, dass die auf dem Internet basieren, ja, also based on the Internet, diese Bewegungen basieren auf dem Internet.
Oder er sagt, dass durch diese digitalen Kommunikationsnetzwerke sind diese Bewegungen zum Leben erwacht. Ich bin eher kritisch gegenüber diesem Ansatz, weil ich denke, er ist zu optimistisch, dieser Ansatz. Ja? Und Castells, die Sprache, die er verwendet, ist auch sehr fetischistisch in dem Sinn, dass er gesellschaftliche Phänomene wie soziale Bewegungen beschreibt er eigentlich in der Sprache der Computertechnologie. Also er spricht dann von Schaltern und Umschaltern und meint damit eigentlich Leute in sozialen Bewegungen oder in der Gesellschaft, die Macht haben. Ja? Er spricht von Programmen, Metaprogrammen, Protokollen und macht daraus gesellschaftliche Konzepte. Die Frage ist auch, ob das wirklich westliche amerikanische Technologien wie Twitter und Facebook sind, die zu Revolutionen und politischen Protesten führen, oder ob das nicht nur Medien innerhalb gesellschaftlicher Konflikte sind. Und politisch will ich an Castells auch kritisieren, dass er eigentlich die Idee einer Alternative zu einer kapitalistischen Gesellschaft, egal wie wir die nennen wollen, ja, demokratischer Sozialismus oder Kommunismus oder wie auch immer, er sagt, es ist naiv zu denken, dass es dazu heute Alternativen gibt. Ich denke aber, dass genau sowas wie die Occupy-Bewegung genau eigentlich den Wunsch vieler Menschen danach ausspricht, dass es Alternativen zum Kapitalismus gibt, ja, dass es ein Bedürfnis unter Menschen danach gibt. Ja. Also die Frage ist, ob man einfach so abtun kann, Alternativen zum Kapitalismus, dass das ein naives Bild ist. Ja. Ich denke, dass genau politisch gesehen die zentrale Frage heute ist, ob es eine Welt, eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus geben kann. Ein anderer Theoretiker, der sich viel mit Kommunikation und Macht beschäftigt, ist Henry Jenkins, ein amerikanischer Kulturwissenschaftler. Also man sieht ihn hier irgendwie mit einer Muppets-Puppe, die ganz ähnlich sind. Der spricht davon, dass die sozialen Medien zu partizipativer Kultur geführt haben. Also es ist die Idee, dass, wenn wir das vergleichen mit Rundfunk, ja, ARD, ZDF und so weiter, traditionell, da gibt es dort einen Sender als Zentrum und dann ein Publikum. Er sagt, bei den sozialen Medien ist das viel demokratischer. Ja? Da können wir alle Inhalte produzieren. Das führt zu einer Demokratisierung der Kultur. Das ist die Idee der partizipativen Kultur. Und teilweise geht er da auch auf linke Ideen zurück, ja? Also auf Brechts Radiotheorie, auf Enzensbergers Theorie dezentraler Medien und so weiter. Ja? Also das macht schon irgendwie so einen linken Eindruck und einen progressiven politischen Eindruck. Allerdings partizipative Kultur, da steckt irgendwie das Wort Partizipation drinnen. Die Frage ist, partizipative Demokratie, die Frage ist, dieser Begriff partizipative Demokratie, der hat ja eine Geschichte. Ja? Und wenn man sich das ansieht, nur in der akademischen Literatur, dann findet man irgendwie den Begriff partizipative Literatur das erste Mal Mitte der 60er Jahre, wo der Begriff verwendet wurde, um die Organisationsprinzipien des SDS, in Students for Democratic Society in den USA zu beschreiben, also die Studentenbewegung, ja, und ihre partizipativen Strukturen, ihre kollektiven Strukturen. Also eigentlich ist dieser Begriff partizipativer Demokratie einer, der eine linke und eine sozialistische Geschichte hat. Und in der politischen Theorie gibt es auch die Theorie partizipativer Demokratie mit Theoretikern wie Crawford McPherson und Carol Pateman, wo man die Idee der Partizipation einerseits so versteht, dass wir den Begriff der Demokratie expandieren müssen vom Bereich der Wahlen in den Wirtschaftsbereich, den Kulturbereich, der Frage, wie wir Geschlechterverhältnisse organisieren und so weiter. Und wo das auch bedeutet, so eine Art basisdemokratische Selbstverwaltung, wo man auch davon ausgehen muss, dass ein kapitalistisches Unternehmen, ja, dem es irgendwie Angestellte oder Arbeiter gibt und Manager und Eigentümer, dass das eigentlich eine Form der Diktatur ist und gar nichts mit Demokratie zu tun hat. Und das ist mein Begriff der Partizipation, mein Begriff partizipativer Kultur und partizipativer Medien. Und ich finde es eigenartig, dass diese Begriffe dann verwendet werden, um sowas wie Google, Facebook, YouTube zu beschreiben, die alle eigentlich kapitalistische Unternehmen sind, ja, und wo
einerseits die Angestellten in diesen Unternehmen, andererseits die Nutzer und Nutzerinnen eigentlich keine Entscheidungen treffen können und auch kein ökonomisches Eigentumsrecht an diesen Unternehmen selbst haben. Wenn man sich das dann ansieht, bei YouTube zum Beispiel, was sind die, also es hat diesen Eindruck partizipative Kultur, jeder kann da ein Video machen und auf YouTube hochladen und dann erreicht das die ganze Welt. Das stimmt nicht. Also das sind die 10 meistgesehenen Videos auf YouTube jemals. Und man sieht eigentlich, dass mit der Ausnahme von einem Video, dieses Video Charlie Bit My Finger, das von einem privaten User ist, sind das eigentlich alles Musikvideos, ja, die von irgendwelchen Künstlern stammen, die aber für große transnationale Medienunternehmen arbeiten. Also selbst die Struktur der Sichtbarkeit und der Aufmerksamkeit auf einem Medium wie YouTube ist eigentlich stratifiziert. Ja, da gibt es Hierarchien. Schlussendlich ist YouTube ein kapitalistisches Unternehmen und kapitalistische Medienunternehmen dominieren auch die Aufmerksamkeit. Also die Idee, dass man jetzt einen Twitter-Account hat, einen Facebook-Account, einen YouTube-Account und da Inhalte rauflädt und dann erreicht man die ganze Welt damit, ist illusorisch. Die Leute, die viel Geld und eine gute Reputation haben, ja, die können das, ja, wie Stars, Musiker, große Unternehmen, also wenn man sich Facebook-Gruppen zum Beispiel ansieht, die beiden Facebook-Gruppen mit den meisten Followers und Likes sind, glaube ich, McDonald's und Coca-Cola. Ja. Das ist das, was, also große kapitalistische Unternehmen, es ist nicht Herr Meier von nebenan, der eine Facebook-Gruppe, einen Twitter-Account macht und dann Millionen Leute erreicht. Es ist illusorisch zu meinen, dass diese Machtstruktur nicht auch in der Online-Welt existiert. Das überspringe ich jetzt. Und ich denke, wenn man sich ökonomische Medienmacht ansieht, dann macht es Sinn, zu Marx zurückzugehen, weil Marx den Kapitalismus beschrieben hat als eine ungeheure Ansammlung von Waren. Und man sollte nicht aus dem Blickfeld verlieren, dass auch im Bereich sozialer Medien die Warenform eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, nur ist sie vielleicht nicht so sichtbar. Da gibt es einen kanadischen politischen Ökonomen der Medien, ist bereits gestorben, ja, der versucht hat, die Natur, Dallas Smythe, der versucht zu beschreiben, kommerzialisierte, werbefinanzierte Medien, wie funktionieren die? Der hat dazu zwei Begriffe geprägt, einerseits Publikumsware und andererseits Publikumsarbeit. Also die Idee ist die, dass wenn es Fernsehen oder Radio gibt, das kommerzialisiert ist, also werbefinanziert ist, dann wird ja da der Inhalt nicht als Ware verkauft, ja, sondern es ist frei zugänglich über Radio und Fernsehen die Inhalte. Das heißt, die Ware, ein Gut, das gegen Geld getauscht wird, muss was anderes sein. Die Ware ist der Zugang zu einem Publikum, ja, für das Werbetreibende Geld bezahlen. Im Ausgleich dazu können ihre Werbebotschaften gesendet werden. Die Idee ist dann, dass dann eigentlich die Arbeiter, die Wert schaffen, das Publikum sind und dass dort auch eine Form von Ausbeutung in diesem Bereich stattfindet. Das ist eine Idee, die Dallas Smythe 1977 zuerst mal formuliert hat. Die Frage ist, bringt uns diese Idee jetzt was, um Facebook und Twitter und ähnliche soziale Medien besser zu verstehen? Also die Frage ist, wie funktioniert eigentlich Kapitalakkumulation, Profitanhäufung bei Twitter, ja, bei Facebook? Diese Formel hier, die sieht irgendwie sehr kompliziert aus, ist eine Kurzfassung von Marx, Kapital, Band 1, 2, 3 in einem Bild. Also M steht für Geld, eigentlich, das ist auf Englisch jetzt, M steht für Geld, das ist das, was Unternehmen machen. Sie haben eine gewisse Geldsumme zur Verfügung und investieren das. C steht für Ware, also Commodity auf Englisch, was machen Unternehmen mit Geld? Sie kaufen zwei Arten von Waren, einerseits Ressourcen, konstantes Kapital, andererseits Arbeitskraft. Ja? Die Ressourcen und Arbeitskraft werden dann verwendet, um zu produzieren. Also P steht für Produktion. Was wird produziert? Eine neue Ware, C', also W', eine neue Ware wird produziert,
Die wird dann verkauft. Die Idee ist, dass man diese Ware zu einem Preis verkauft, der höher ist als die Investitionskosten, sodass man schlussendlich einen Profit macht, nämlich Delta M, ja, das ist der Profit, also die Summe, die ein Überschuss ist über das investierte Kapital. Wie funktioniert jetzt aber dieser Kreislauf bei so etwas wie Google oder Facebook? Ich denke, hier ist es noch komplizierter eigentlich, weil was wir ja sehen müssen, ist, wir bezahlen nicht für den Zugang zu Google oder Facebook. Das heißt, Plattformen, die Technologien, sind keine Ware. Ja? Das ist sozusagen, aber natürlich gibt es Leute, die angestellt sind in diesen Unternehmen, Software, Ingenieure und so weiter, die produzieren ein erstes Produkt, die Technologie, die Plattform. Das steht hier für P1, Produkt, wird aber nicht verkauft. Das heißt aber, da das profitable Unternehmen sind, es muss was anderes verkauft werden. Also die Ware, hier ist hier P2, ist eine andere Ware, nämlich unsere persönlichen Daten, die als Ware verkauft werden an Werbetreibenden, wodurch dann diese Unternehmen Profit machen können. Das heißt, der Kreislauf wird auch komplizierter in diesem Zusammenhang. Was aber notwendigerweise eingebaut ist in diesen ökonomischen Kreislauf, ist, dass Facebook, Google und andere kapitalistische soziale Medienunternehmen permanenten Zugriff auf unsere persönlichen Daten haben, also eine permanente Überwachungsökonomie stattfindet und diese Daten dann verkauft werden. Gleichzeitig ist es sehr schizophren, weil Google, Facebook und so weiter wollen so viel Zugriff, so viel Wissen über uns, also viel Daten über unser Nutzungsverhalten haben, wie nur möglich. Andererseits sind diese Unternehmen sehr bedacht, dass man nicht sehr viel erfährt darüber, wie ihre eigene Unternehmensstruktur aussieht, wie ihre Finanzstruktur aussieht. Ja. Also das sind nur Daten für England, für 2011, ja, für Amazon, Facebook und Google. Das sind sehr profitable Unternehmen in europäischen Ländern. Aber eigentlich zahlen sie sehr wenig Steuern, also irgendwie zwischen 0,05% und 1,5% der Profite, die da versteuert werden, obwohl in England die Unternehmenssteuerrate 20% beträgt. Ja. Das heißt, diese Unternehmen verstehen es irgendwie, ihre globale Struktur so zu organisieren, dass sie Steueroasen und Finanzvorteile in Steueroasen ausnutzen, um kaum Steuern zu bezahlen. Das steht dann eigentlich es gibt sehr viel Geheimhaltung darüber, wie das alles funktioniert. Ja? Das heißt, einerseits gibt es Geheimhaltung darüber, wie die Finanzflüsse, die Finanzstrukturen dieser Unternehmen basieren, während aber es eine Transparenz gibt darüber, was die Nutzer machen. Das ist eigentlich ein sehr großer Widerspruch. Das ist, glaube ich, ein ökonomischer Widerspruch Zeitalter sozialer Medien. Dann gibt es auch eine politische Dimension der Kommunikationsmacht. Also diese Aufdeckungen von Edward Snowden darüber, dass es ein globales Überwachungssystem auf Internetkommunikation gibt, in dem Geheimdienste wie die NSA und andere gemeinsam mit globalen Kommunikations- und Internetunternehmen eine Sichtbarkeit der Kommunikationsflüsse, der Daten, der Nutzer herstellen. Das ist ein interessantes, aber auch sehr problematisches Phänomen. Also was passiert? Man könnte sagen, es ist ein überwachungsindustrieller Komplex. Was in diesem Komplex passiert ist, dass zunächst Nutzer Daten ins Internet auf diese Plattformen laden, die öffentlich, halb öffentlich oder privat, relativ privat bleiben. Dann privatisieren diese Unternehmen diese Daten, indem sie sie als Ware an Werbetreibende verkaufen. Und schließlich bekommen Geheimdienste auch Zugriff auf diese Daten. Und diese Überwachung ist auch eine eigene Industrie, also die Geheimdienste einerseits haben die selber Angestellte, die diese Überwachung machen, andererseits lagern sie das auch aus an private Sicherheitsunternehmen. Nur ein Beispiel dafür ist Booz Allen Hamilton, das ist eine private Sicherheitsfirma, eine von 2000 Firmen, an die amerikanische NSA diese Überwachung ausgelagert hat. Edward Snowden hat für dieses Unternehmen gearbeitet, bevor diese Aufdeckung gemacht hat. Es ist ein sehr profitables Unternehmen, wie man
Bitdaten sehen kann. Das heißt, Überwachung ist nicht nur etwas Staatliches, es ist nicht nur ein Problem staatlicher Macht, es ist auch ein Problem kapitalistischer Macht. Ja? Dass Unternehmen, kapitalistische Unternehmen hier eine massive Rolle spielen. Also wenn wir von Überwachung reden, sollten wir nicht nur vom Staat reden, sondern wir sollten nicht über den Kapitalismus schweigen, sondern den Zusammenspiel von staatlicher und kapitalistischer Macht sehen. Interessant ist auch, dass dieselben Institutionen und Personen, die die Privatsphäre der Bürger und Bürgerinnen minimieren, zugleich gleichzeitig für Privatsphäre für die Aktivitäten staatlicher Institutionen beanspruchen. Ja? Also bei diesen Aufdeckungen, die WikiLeaks zum Beispiel macht, geht es ja eigentlich darum, dass nationale Operationen von militärischen Operationen, Operationen von Geheimdiensten transparent gemacht wird. Politiker, ja, staatliche Institutionen finden diese Idee aber gar nicht gut, ja, und sagen, dass das eine Verletzung nationaler Sicherheitsoperationen ist. Ja, was auch dazu führt, dass Whistleblower, ja, Leaker wie Assange, Manning und Snowden kriminalisiert werden. Ja, aber es ist auch hier eine Ambivalenz, ja, ein Widerspruch eigentlich, dass man versucht zu argumentieren, es gibt eine Terrorismusgefahr, daher müssen wir so viel Daten wie möglich über Bürger und Bürgerinnen überwachen. Wenn aber so etwas wie WikiLeaks die Idee hat, jetzt überwachen wir, was der Staat macht, was das Militär, was Geheimdienste machen, also das Spiel wird umgedreht, Daten dazu werden öffentlich gemacht, dann führt es zu einer Kriminalisierung. Also es zeigt sozusagen die Ambivalenz auch staatlicher Macht. Ein weiteres Phänomen, das sehr wichtig ist heute, denke ich, wenn wir Medien und Kommunikation diskutieren, das sind Ideologien. Marx hat Ideologien, also hat zunächst von religiösen Ideologien gesprochen, als Religion, als Opium des Volkes, hat dann aber diese Idee verallgemeinert zum Begriff des Fetischcharakters der Ware, wo er davon ausgeht, dass der Kapitalismus eine Produktionsweise ist, die ihrem Wesen nach eine ideologische Struktur mit sich bringt, die dazu führt, dass, also das ist ja ein Zitat hier von Marx, dass bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse der Menschen die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annehmen. Das klingt sehr kompliziert, aber was das mit einem Beispiel aus der Welt digitalen Medien bedeutet, ist das hier. Also wir haben iPhones, Apple-Computer und so weiter, die präsentieren sich als in der Werbung als fortschrittlich. Das iPhone 6 ist jetzt mehr als größer. Es ist auch interessant zu beobachten, dass die Handys groß waren, dann wurden sie immer kleiner, jetzt werden sie wieder größer, das wird als Fortschritt erachtet. Und das iPhone 5 ist für alle, die bunt leben, ja, für moderne, urbane, junge, gebildete Menschen, die im Kultur-, Medien-, Internetbereich und so weiter arbeiten, so präsentiert sich das iPhone für uns. Das heißt, das ist sozusagen die Warenform, wie wir sie wahrnehmen. Was wir eigentlich über dieses iPhone oder über diesen Computer nur sehen, ist die Werbung, ja, das Produkt selber, seine Möglichkeiten. Was wir allerdings nicht sehen, sind die sozialen Beziehungen, die Arbeitsverhältnisse, unter denen das iPhone produziert wird. Und es ist ja bekannt, es gibt sogenannte Konfliktmineralien in Afrika, auf denen die meisten unserer, also das sind also dann Mineralien, aus denen unsere Informationstechnologien gebaut werden, werden unter Sklavenbedingungen gefördert, teilweise, nicht absolut. Ja. Diese Sklaven sind im Kongo, in Afrika beheimatet. Und dann werden diese Mineralien zu Bestandteilen verarbeitet, die großteils in China zusammengebaut werden, in sehr schlimmen Arbeitsbedingungen. Ja. Das sind ja diese Geschichten von den Foxconn-Fabriken, ja, wo die vor allem junge Menschen unter sehr harten Arbeitsbedingungen arbeiten. Es sind ja einige Bilder, das sind ja auch durch die westlichen Medien bekannt worden. Aber das ist genau der Fetisch des iPhones. Der Fetisch des iPhones ist, dass wir es nur wahrnehmen als ein hippes, modernes Kommunikationsgerät. Aber wenn wir das Gerät ansehen, sehen wir nicht den Schweiß, das Blut der Arbeiter und Arbeiterinnen
die diese Güter, diese Technologien produzieren. Und genau dieses, diese Unsichtbarkeit der Klassenverhältnisse, das ist, was Marx mit dem Fetischcharakter der Ware zum Ausdruck bringt. Wir spüren jetzt hier einige Dinge. Allerdings, wenn wir uns sowas wie Facebook ansehen, ja, dann ist die Frage, sind wir Arbeit? Also nach dieser Data-Smith-Theorie wäre es ja so, dass wir als User, als Nutzer, Nutzerinnen, Arbeiter sind, die von Facebook ausgebeutet sind. Also die Idee ist irgendwie, dass wir eine neue Arbeiterklasse haben, dass wir als Internetnutzer Wert produzieren und von Facebook, Google und so weiter ausgebeutet werden. Das widerspricht aber irgendwie so diesem zur allgemeinen Idee von Arbeit. Ja. Bei Arbeit denken wir eher an, ja, es ist etwas, wofür ich Lohn bekomme. Ja. Es ist etwas, was nicht immer Spaß macht. Und dann gibt es diese Ideen, ja, dass Facebook-Nutzung kann nicht Ausbeutung sein, weil es macht ja Spaß. Daher kann es keine Ausbeutung sein. Außerdem nutze ich es freiwillig, daher kann es auch keine Ausbeutung sein. Und ich treffe dort andere Menschen, kommuniziere mit ihnen, dann kann es schon gar keine Ausbeutung sein. Und es ist etwas, was wir wirklich mögen. Nutzung von Facebook. Arbeit ist was, ja, das mögen wir vielleicht, aber Teile davon mögen wir nicht. Also es kann es auch keine Ausbeutung sein. Und bei Arbeit, Klasse, denken wir oft an sehr anstrengende Arbeit in einer Kohlengrube, nicht an so etwas, was Spaß macht wie Facebook. Ja? Meine Behauptung ist aber, dass all diese Zitate hier, dass das Ideologien sind, die verdecken, dass real Wert produziert wird von Nutzern und Nutzerinnen auf Facebook und dass dort reale Ausbeutung und Klassenverhältnisse existieren. Die Frage ist ja aber jetzt dieser Fetischcharakter der Waren, welche Form der auf sozialen Medien annimmt. Und der politische Theoretiker Moshe Postone geht davon aus, dass der Kapitalismus eine abstrakte Dimension hat und eine konkrete Dimension. Die abstrakte Dimension ist der Wert, die konkrete Dimension der Gebrauchswert, die Güter, die wir sehen, die wir verwenden. Und er geht davon aus, dass der Fetisch das Abstrakte hinter dem Konkreten verschleiert. Was jetzt auf Facebook passiert, ist das, was man nennt, also die Idee, wenn wir das vergleichen mit dem iPhone, auf dem iPhone sehen wir das Produkt, ja, wir sehen die Technologie, sind damit konfrontiert, aber die sozialen Arbeitsverhältnisse dahinter, das Soziale, die sozialen Beziehungen, verschwinden hinter dem Produkt. Auf Facebook passiert genau das Umgekehrte, das ist eine umgekehrte Form des Warenfetisch. Auf Facebook sehen wir nur das Soziale, unsere sozialen Beziehungen. Facebook erlaubt es uns, dass wir Kontakte mit anderen Freunden, Kollegen, Kolleginnen und so weiter über die Distanz aufrechterhalten. Es geht um Kommunikation und Gemeinschaft auf Facebook. Also das Soziale steht im Vordergrund. Während die Idee, dass da irgendeine Ware im Spiel ist, dass da Geld im Spiel ist, dass jemand Profit macht, ist gar nicht sichtbar für uns. Ja? Also jetzt ist es eigentlich genau umgekehrt als beim iPhone. Wir sehen das Soziale, der Warencharakter, die Logik des Geldes und der Ware, der Akkumulation, verschwindet hinter dem Sozialen. Ja? Das heißt, der Warenfetisch kehrt sich um. Und da ist auch die Idee so schwierig zu begreifen und in Alltagsverstand umzusetzen, dass es so etwas wie Klasse und Ausbeutung auf Facebook geben kann. Ja? Das fühlt sich an als etwas sehr Soziales. Und das würde ich bezeichnen als eine umgekehrte Form des Waren. Fetisch. Ideologie nimmt aber auch politische Formen an, also vor allen Dingen, wenn es um Überwachung und Terrorismus geht. Also es gibt diese Ideen, dass, also es gibt seit 9/11 ja, wesentlich mehr Anwendung von Überwachungstechnologien, was Politiker, Politikerinnen, ja, konservativer Natur immer damit begründen, dass ich sage, ja, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Für Sicherheit müssen wir auch etwas Privatsphäre aufgeben. Die Frage ist allerdings, wenn es mehr Überwachung gibt, die gibt es seit 13 Jahren, immer mehr Überwachung, immer mehr Anwendung von Überwachungstechnologien, führt es zu weniger Terrorismus, zu weniger Kriminalität und so weiter. Ich denke, dass das eine Ideologie ist und eine Fehlannahme. Denn einerseits, Terroristen sind einfach nicht so dumm, um online zu kommunizieren, was sie planen. Ja? Das machen sie nicht. Sie kommunizieren persönlich darüber und sie kommunizieren gar nicht mit niemandem. Niemals darüber, weil sie Einzelgänger sind. Ja? Es gibt keine technischen Lösungen für komplexe politische oder sozioökonomische Probleme. Das Problem ist auch, dass die Idee, dass mehr Überwachung, ja, härtere Strafen für Terroristen und Kriminelle
Diese ganze Idee ist eine rechtsextreme Idee eigentlich, die zur Herausforderung und zur Förderung faschistischer Potenziale in der Gesellschaft führt. Ja. Das führt auch dazu zu einem Generalverdacht, dass man immer als potenziell kriminell oder als potenzieller Krimineller gilt, wo sozusagen die Unschuldsvermutung umgekehrt wird. Man gilt zunächst als potenzieller Terrorist oder Krimineller, solange die Überwachungsdaten das Gegenteil bezeugen. Ich denke, warum es aber auch diese Ideologien gibt, ja, dass Terrorismus so ein großes Problem ist, dass wir von Kriminellen umzingelt sind, hat auch damit zu tun, dass wir in einer Krise leben. Ja. Es gibt dieses Buch von Stuart Hall und Kollegen aus Mitte der 70er Jahre, Policing Crisis, wo man innerhalb der Situation der zweiten Weltwirtschaftskrise haben diese Leute der Birmingham School of Culture Studies analysiert, wie es Ideologien gegeben hat, wo man vor allen Dingen schwarze Jugendliche als Gefahr gesehen hat. Ja, als Gefahr, als Kriminelle, gegen die man vorgehen muss mit mehr Überwachung, Staatsgewalt, stärkere Strafen. Genau das passiert heute auch. Ja. Aber heute sind die Feindbilder andere. Feindbilder sind Muslime, Musliminnen, Juden und Jüdinnen. In Großbritannien, wo ich lebe, sind das vor allen Dingen rumänische und bulgarische Arbeiter und Arbeiterinnen, die als Gefahr gesehen werden. Die Europäische Union, Sozialhilfeempfängerinnen, Arbeitslose, arme, dunkelhäutige Jugendliche, internationale Studierende. Das heißt eigentlich, Ideologie funktioniert ja auch als eine Ablenkung der Aufmerksamkeit von Gesellschaftsproblemen. Gesellschaftsproblemen, die mit dem Kapitalismus zu tun haben, die mit Ungerechtigkeit, prekärer Arbeit und Arbeitslosigkeit zu tun haben. Das sind die wirklichen Probleme, die wir heute haben. Das sind die wirklichen Probleme, die junge Leute haben, mit denen sie beschäftigt sind. Das ist eigentlich kein Thema dann mehr, wenn man immer über Terrorismus und so weiter redet. Also ich denke, auch hier spielt es all diese Diskussionen eine Frage. Das klingt jetzt nach einer sehr negativen Analyse, aber was für Marx auch wichtig ist, sind soziale Kämpfe und die Fragen nach, wo sind die Alternativen? Also wenn Marx in der 8. Feuerbach-These sagt, alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch, dann stellt er die Frage danach, ja, wenn es Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung gibt, wo sind jetzt die Alternativen? Ja, und jetzt müssen wir uns auch heute die Frage stellen, wo sind die Alternativen? Welche Bewegungen, ja, und welche politischen Maßnahmen kann es geben, um einen Weg heraus aus der Scheiße zu finden? Ja, aus der kollektiven Scheiße, mit der wir konfrontiert sind in der kapitalistischen Gesellschaft. Und genau seit 2011 gibt es ja auch immer mehr soziale Bewegungen, Protestbewegungen. Und da hat sich auch die Frage gestellt, soziale Medien, welche Rolle spielen die in den Protesten? Ja? Und teilweise führt es zu überzogenen Behauptungen, ja? Also dass die Proteste in Ägypten eine Facebook-Revolution waren, dass die Proteste in Iran 2009 eine Twitter-Revolution waren. Diese Behauptungen gibt es, ja, also dass sozusagen westliche amerikanische Kommunikationstechnologien zu Revolutionen und Protesten führen. Ja. Das ist eine eigenartige, fast kultur- und technik-imperialistische Vorstellung ist, dass kalifornische Technologien in arabischen Ländern zu einer Revolution führen. Eigentlich absurd. Ja. Andererseits gibt es in kritischer Gesellschaftstheorie darauf als Reaktion auf die Argumentation, dass man sollte nicht überschätzen, welche Rolle Kommunikationstechnologien spielen, denn Revolutionen sind etwas, was auf der Straße passiert, nicht durch die Medien. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine Herangehensweise, die David Harvey in seinen Büchern hat. Wo ich aber dann manches Mal das Gefühl habe, da wird einfach Kommunikation und Kultur und Medien wird dann als Überbauphänomen gesehen, ja, das gar überhaupt keine wichtige Rolle spielt. Ich denke, das ist genau das umgekehrte Problem. Also man sollte die Rolle von Medien Kommunikation nicht überschätzen, man sollte sie aber auch nicht ignorieren und unterschätzen. Welche Rolle diese Medien jetzt aber wirklich haben, kann man schlussendlich nur durch empirische Forschung herausfinden. Und dieses Buch, das ihr irgendwie auch habt zum Ansehen, Occupy Media, das war eine empirische Studie, die ich gemacht habe, zur Frage der sozialen Medien in Protestbewegungen, welche Rolle spielen sie jetzt tatsächlich? Ich habe da angesehen, die Occupy-Bewegungen in englischsprachigen Ländern, und habe eine Umfrage gemacht dazu, wie stark diese
diese Medien als Mittel des Protestes genutzt werden. Ja? Das ist nur eines von vielen empirischen Resultaten. Ja? Ich habe die Leute gefragt, wenn ihr, denkt zurück an einen Monat, in dem ihr sehr aktiv wart, das waren alles Aktivisten, die da teilgenommen haben, in dieser Umfrage, denkt zurück an einen Monat, wo ihr sehr aktiv in den Protesten wart, wie häufig habt ihr dann bestimmte Medien für bestimmte Zwecke benutzt? Einer dieser Zwecke war, welche Medien habt ihr wie häufig benutzt, schätzungsweise, um zu versuchen, andere Leute für den Protest zu mobilisieren? Und sehr häufig war dann, habe ich dann in meiner Analyse gesagt, ist öfters als 6 Mal pro Monat. Und da haben die Aktivisten und Aktivistinnen dann gesagt, ja, was ganz wichtig für uns war Face-to-Face-Kommunikation mit anderen Leuten. Ja. Sie haben aber auch gesagt, was sehr wichtig war die Nutzung von Facebook. Ja. Dort andere Leute kontaktieren, Informationen zu posten. Auch Twitter war wichtig, relativ wichtig. SMS schicken, E-Mail-Listen und so weiter. Das sind verschiedene Medien, die alle benutzt worden sind. Wenn man sich das dann in einer Korrelationsanalyse ansieht, das ist ein mathematisches Modell, ich erkläre das nicht näher, dann sieht man, was tatsächlich offenbar passiert ist in diesen Protesten, ist, dass je aktiver Leute an den Protesten teilgenommen haben, je häufiger sie zu Protesten gegangen sind, zu besetzten Camps und so weiter, desto mehr haben sie natürlich auch mit anderen Aktivisten kommuniziert. Ja? Also mehr eine Steigerung der Intensität des Aktivismus führt zu mehr Kommunikation über Proteste, face-to-face. Je mehr face-to-face-Proteste es gibt, gibt es eine Tendenz dazu, dass dann diese Aktivisten auch stärker, also je aktiver sie in den Protesten sind, je mehr sie mit anderen Aktivisten kommunizieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch soziale Medien und andere Medien benutzen, um zu versuchen, andere Leute für diesen Protest zu mobilisieren. Man kann also nicht sagen, dass das Proteste sind, die primär, die nur auf der Straße stattfinden, oder dass es Facebook- oder Twitter-Proteste sind. Es ist beides gleichzeitig verkoppelt miteinander. Ja? Digitale und nicht digitale Medien, Face-to-Face-Kommunikation und mediatisierte Kommunikation, die sich sogar wechselseitig verstärken. Ich denke, das ist ein interessantes Ergebnis, das irgendwie differenzierter ist, als zu sagen, soziale Medien haben diese Proteste verursacht oder, wie manche kritische Gesellschaftstheoretiker das machen, dieses Phänomen der Medien und der Kommunikation völlig auszublenden. Also wir sollten das nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Wenn man dann die Aktivisten fragt, ja, was einerseits gibt es kommerzielle soziale Medien wie Facebook, Twitter und so weiter, die benutzt werden. Wenn man die Aktivisten fragt, was sind denn Vorteile davon, dann sagen sie, die Vorteile sind, dass wir Millionen von Menschen theoretisch erreichen könnten. Das ist so eine Art Massenkommunikationsmittel, mit dem man die Öffentlichkeit erreichen kann. Man ist sich aber auch, die Aktivisten und Aktivisten sind sich aber auch über soziale, über Nachteile bewusst. Ist man auf diesen Medien, ja, das sind kommerzielle Medien, kapitalistische Unternehmen, Facebook, Twitter, Google, warum sollte man annehmen, dass progressive linke Bewegungen, dass diese Unternehmen Freunde dieser Bewegungen sind? Ja? Also man setzt sich auch der Gefahr aus, dass Information zensuriert wird, dass Facebook-Gruppen plötzlich abgeschaltet werden. Ja? Also warum sollte man Facebook vertrauen als linker Aktivist, ja? Als Sozialist, als fortschrittlich denkende Menschen. Es gibt keine automatische Solidarität dieser Unternehmen mit Aktivisten und Aktivistinnen. Vor allen Dingen nicht dann, wenn diese Aktivisten und Aktivistinnen kapitalistische Interessen in Frage stellen. Gleichzeitig weiß man, dass es staatliche Überwachung gibt, durch Edward Snowdens Aufdeckung. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass all diese Überwachungstechnologien, von denen Snowden spricht, wie Prism, X-Key-Score, dass die auch verwendet wurden und verwendet werden, um linke Bewegungen zu überwachen. Das heißt, die Polizei hat die wissen, was dort kommuniziert wird zwischen Aktivisten und Aktivistinnen. Aktivisten und Aktivistinnen wissen, dass das Nachteile sind. Sie sind nicht naiv und sind nicht dumm. Ja? Die gehen damit auch ganz strategisch um. Dann gibt es aber alternative soziale Medienplattformen wie N-1 oder Diaspora und einige andere, die teilweise von Medienaktivisten selber betrieben werden. Ja? Und wenn man die Aktivisten jetzt danach fragt, diese alternativen, nicht kommerziellen Plattformen, was ist da der Vorteil davon? Dann sagen sie,
Ja, dort sind wir sicherer vor kapitalistischer und staatlicher Macht und Kontrolle. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir dort zensuriert und überwacht werden. Gleichzeitig gibt es da jetzt auch einen Nachteil. Diese Medien sind kaum bekannt. Also wenn ich euch jetzt fragen würde, wie viele, also hätte man nur in die Hand, wie viele von euch nutzen eine Plattform wie Load Average? Hat irgendjemand schon jemals davon gehört? Niemand. Ja. Das heißt, die Reichweite dieser Plattform ist sehr gering, weil sozusagen es ein Monopol der großen Plattformen, Facebook, Twitter und so weiter gibt. Das heißt, die Frage ist auch, wie kann man dieses Monopol brechen? Sind Aktivisten nur auf diesen Plattformen, dann können sie kaum öffentlichkeitswirksam agieren. Das heißt, das ist eigentlich ein Widerspruch. Ja. Und man braucht aber auch Ressourcen, um diese Plattformen zu betreiben. Es kostet Geld, einen Server zu betreiben, ja. Man braucht Software, Entwickler und so weiter. Soziale Bewegungen haben dieses Geld nicht automatisch zur Verfügung. Das heißt, Protestbewegungen sind eigentlich konfrontiert mit einem Widerspruch zwischen vernetzter Protestkommunikation, die politische Öffentlichkeit online und offline herstellen und dann aber auch Kontrollen sozialer Medien durch Staat und Kapital, die diese Möglichkeiten der Öffentlichkeit einschränken. Und denken, was man da jetzt machen kann am besten ist, es sollte diese alternativen Plattformen geben. Gleichzeitig sollte man aber auch die Idee andenken, dass es so etwas gibt wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, also niemand würde in Frage stellen, dass es so etwas gibt wie ARD und ZDF. Aber im Bereich sozialer Medien diskutiert eigentlich niemand über die Idee, dass es eine Art Facebook, Google, YouTube oder Twitter geben könnte, das öffentlich-rechtlich ist. Dass ZDF eine Art YouTube betreibt. Also auf diese Idee ist eigentlich noch gar nicht niemand gekommen. Gleichzeitig sind aber diese Plattformen so mächtig und so wichtig in der Gesellschaft, dass sie eigentlich fast schon so eine Art Allgemeingut sind. Also man sollte auch, wenn man über linke staatliche Politik diskutiert, darüber nachdenken, ob nicht so etwas wie Google oder YouTube oder andere Plattformen nicht so bedeutend in der Gesellschaft ist, dass man es auch vergesellschaften könnte und in ein öffentlich-rechtliches Medium umführen könnte. Also man könnte dann sagen, ja, YouTube in Deutschland wird enteignet und ZDF operiert plötzlich YouTube. Es muss nicht ZDF sein, es könnten auch öffentliche Universitäten sein, die das gemeinsam betreiben. Aber öffentliche Institutionen, also diese Idee der Öffentlichkeit und der öffentlich-rechtlichen Medien, eines öffentlich-rechtlichen Internets, ist auch ganz wichtig. Andererseits sollte man aber auch darüber nachdenken, dass es zivilgesellschaftliche Kontrollen dieser sozialen Medien gibt. Ein gutes Beispiel ist ja Wikipedia. Wikipedia ist kein, da gibt es keine Werbung, es ist kein kommerzielles Unternehmen. Wikipedia wird durch eine Non-Profit-NGO betrieben. Also es gibt da bereits Modelle, wo es sozusagen von unten Kontrolle durch die Zivilgesellschaft von sozialen Medien gibt. Und auch diese Projekte, all diese Projekte, die ich hier genannt habe, ja, sind solche Projekte, die irgendwie von Aktivisten, Aktivistinnen, von Zivilgesellschaft, Non-Profit-Organisationen betrieben werden. Ich denke, man braucht jetzt den Diskurs über öffentlich-rechtliches Internet einerseits und über alternative zivilgesellschaftliche Projekte andererseits. Die Frage ist dann aber, was kann man jetzt tun, um staatliche Politik zu betreiben, linke Politik, wenn wir annehmen, es würde eine deutsche Bundesregierung geben, in der die Linke eine absolute Mehrheit hat. Ja, nehmen wir das mal hypothetisch an. Die Situation könnte, dass es linke Regierungen gibt, könnte nächstes Jahr in Spanien und Griechenland eintreten. Aber dann ist die Frage, ja, wie macht man dann linke Medien und Internet- und Netzpolitik? Dann denke ich, eine Idee, die es da geben könnte, ist, dass man die Rundfunkgebühr umwandelt in eine Mediengebühr. Man muss natürlich sowas wie ARD und ZDF weiterhin finanzieren. Gleichzeitig könnte man aber zusätzliche Steuern einnehmen, ja, indem man zum Beispiel große kapitalistische Medienunternehmen oder die ganze Werbewirtschaft stärker besteuert und dadurch hat der Staat mehr Geld. Dieses Geld könnte man dann durch partizipatives Budgeting ausschütten an die Bürger und Bürgerinnen und eine Art Öffentlichkeitscheck schaffen, sodass vielleicht jede Person, die in Deutschland wohnt oder hier ansässig ist, einen gewissen Betrag pro Jahr zur Verfügung hat, ja, was schlussendlich aber aus Kapitalbesteuerung finanziert wird,
vielleicht sind das 100 Euro ja, oder 150 Euro, und dann muss dieses Geld irgendwie ausgegeben werden. Da gibt es dann zwei Bedingungen. Ja. Das erste Bedingung ist, das Geld muss ausgegeben werden. Das zweite Bedingung ist, man kann nicht Bier davon kaufen, ja, oder ein Abendessen oder einen Kinobesuch, sondern man muss dieses Geld spenden an eine nicht kommerzielle Medienorganisation oder ein nicht kommerzielles Internetprojekt, was dann ermöglichen würde, dass alternative Medienprojekte auch eine finanzielle Basis bekommen könnte. Ja? Aber sie sind nicht direkt durch den Staat kontrolliert. Der Staat organisiert sozusagen den Finanzierungsmechanismus. Und das Problem, das viele alternative Medien haben, ist, dass sie auf prekärer, unbezahlter Arbeit basieren und eigentlich diese Ressourcenbasis irgendwie fehlt. Ja, die große Luxemburg-Stiftung veranstaltet die Luxemburg-Lecture. Ja? Ich denke, Rosa Luxemburg ist immer noch eine sehr wichtige Theoretikerin heute, denn sie ist davon ausgegangen, dass es im Kapitalismus nicht kapitalistische Milieus gibt, die eine Daseinsbedingung der Kapitalakkumulation des Kapitalismus sind. Und dass es dazu kommt, dass diese, ich habe sie auch genannt, Milieus der ursprünglichen Akkumulation, dass diese Milieus ausgebeutet werden und in Kapitalform umgeführt werden, um den Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Also es spricht von einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. Ich denke, dass diese Milieus der ursprünglichen Akkumulation, von denen Rosa Luxemburg gesprochen hat, die gibt es auch heute. Ja? Gleich Neoliberalismus ist so eine Art Projekt der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation, ja? Aber wo es eine sehr starke Ausbeutung gibt, eine sich intensivierende Ausbeutung von Hausarbeitenden, von Sklaven und Sklavinnen in der Welt. Also es gibt, glaube ich, 50 Millionen Sklaven in der Welt. Ja? Aber dann auch die crowdsourcete freie Arbeiter und Arbeiterinnen, prekäre Arbeiterinnen, Nutzer und Nutzerinnen, die alle unbezahlte oder sehr wenig bezahlte Arbeit machen. Das ist ein Unterschied zwischen Nutzern von Facebook. Die werden nicht getötet, ja? Sklaven werden getötet. Aber was sie gemeinsam haben, ist, dass es unbezahlte Arbeit ist. Wo es unbezahlte Arbeit gibt, muss es irgendjemanden geben, der daraus einen Profit macht. Das heißt, die hohen Profite kapitalistischer Unternehmen basieren nicht nur auf der Ausbeutung von Lohnarbeit, sondern auch auf der Ausbeutung verschiedener Formen unbezahlter Arbeit. Die Idee, die wir dagegen setzen können, ist die der Gemeingüter der Gesellschaft. Also Gemeingüter sind Güter, die von allen benötigt werden und die auch von allen produziert werden. Im Prinzip können wir unterscheiden zwischen der Natur als Gemeingut, also wem gehört die Natur, ja, wem gehört die Luft? Die Luft atmen wir alle. Ja. Soziale Gemeingüter, die wir alle brauchen, um zu überleben, Bildung, Gesundheitssystem und so weiter. Und auch den Gemeingütern des Wissens und der Kommunikation. Wir müssen alle kommunizieren, um zu überleben. Das heißt, wir brauchen Medien- und Kommunikationstechnologien, um unser tägliches Leben zu organisieren. Jetzt ist es aber naheliegend, dass die Gemeingüter nicht als Ware organisiert werden, wo man dafür bezahlen muss, ja? Weil diese Güter ganz lebensnotwendig sind und Kommunikationstechnologien gehören eigentlich auch dazu. Also man könnte ganz viel radikaler formulieren, dass eigentlich gar kein Medium und gar keine Kommunikationstechnologie die Kapitalform annehmen sollte, sondern dass man immer über öffentlich-rechtliche Medien oder über zivilgesellschaftliche Medien sprechen sollte. Diese Idee geht auch zurück auf Raymond Williams, der davon gesprochen hat, dass, also im Englischen, dass Commons, die Gemeingüter, Communication, also Kommunikation, und Communism, also Kommunismus, nur rein sprachlich gesehen, denselben Wortstamm haben. Also wenn wir kommunizieren, dann schaffen wir sozusagen Information als eine Art Gemeingut. Also er geht davon aus, dass Kommunikation, Gemeinschaft, Gemeingüter und Kommunismus irgendwie was Gemeinsames haben. Und dass Kommunikation ein Teil der Gemeingüter der Gesellschaft ist. Also die Idee der Medien und der Kommunikation Technologien als Gemeingüter basiert auf der Idee, dass es freien Zugang für alle geben sollte, dass diese Medien Gemeingüter sind, einen gemeinsamen Raum der Kommunikation darstellen, dass es Möglichkeiten zur Produktion und zum Teilen von Wissen gibt, dass es Räume für die gemeinsame Schaffung von Bedeutungen und von Informationen sind. Ja. Also auch Coworking Spaces sind so eine Art Räume für
potenzielle gemeinsame Schaffung von neuem Wissen, sind gemeinsame Räume für Politik und auch gemeinsame Räume für soziale Kämpfe. Also die Idee, die wir, glaube ich, dem kapitalistischen Internet entgegensetzen müssen, ist die Idee eines gemeineigentumsbasierten und eines öffentlichen Internets und gemeineigentumsbasierter Medien. Die Tendenz in Europa heute ist allerdings nicht, dass es eine politische Entwicklung nach links gibt, eine progressive Entwicklung, sondern seit 2008 gibt es eigentlich einen ganz starken Rechtsruck. Ja. Es ist nicht nur so etwas wie die Alternative für Deutschland in Deutschland, sondern rechte Bewegungen, rechtsextreme Bewegungen werden immer stärker in ganz Europa. Und wie verhalten sich diese rechtsextremen Bewegungen zu diesen drei Dimensionen, Natur, Soziales und Kommunikation? Im Bereich der Politik der Natur kommt es eigentlich zu einer Fetischierung von nationaler Identität, von nationalen Interessen. Bezieht sich auf sehr konservative Werte und stellt transnationale Identitäten, Immigranten und so weiter, eine multikulturelle Gesellschaft in Frage. Im Bereich des Sozialen findet man dort eine Ideologie des Überlebens der Stärksten, gepaart mit einer Art nationalen Sozialismus, unter Anführungszeichen, der für mehr Wohlfahrtsstaat argumentiert. Ja, also das sind Elemente linken Denkens in diesen rechtsextremen Bewegungen, mehr Wohlfahrtsstaat, allerdings rassistisch und rechtsextrem konnotiert, dass dieser Wohlfahrtsstaat nur den Mitgliedern der nationalen Bevölkerung vorbehalten sein soll. Die Ausländer, die Migranten, die soll es keinen Wohlfahrtsstaat geben, ja, die würde man gern aus dem Verbanden, aus dem Parlament. Im Bereich der Kommunikation haben diese Parteien, Bewegungen auch eine ganz eigenartige Politik. Einerseits ist es manchmal so eine Art Kulturpessimismus, den man da vorfindet, ja, dass diese Leute, diese Bewegungen, diese Parteien davon ausgehen, dass das Internet etwas Gefährliches ist. Dort gibt es kriminelle, es ist ein Ende traditioneller Werte, Kinder sind unter Gefahr, dass sie das Opfer von Kriminaltaten und sexuellen Übergriffen werden. Man spricht sich dann für eine Art Law and Order, Zensur und Überwachung aus. Gleichzeitig sind dieselben Personen und Parteien aber sehr optimistisch, wenn es um wirtschaftliche Strukturen geht. Ja? Und haben so eine Art technokapitalistische Ideologie, dass die Internetunternehmen ein neues Wachstumspotenzial haben. Also eine rechte Politik funktioniert so im Bereich der Natur, des Sozialen und der Kommunikation. Die Frage ist, was kann man auf diesen drei Ebenen auf Basis linker Politik dagegen setzen? Wie können wir linke Politik der Gemeingüter machen? So wie ich das sehe, auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene, gibt es einerseits Bewegungen und Parteien, die sich primär dafür aussprechen, dass wir die natürlichen Gemeingüter stärken. Das sind die grünen Bewegungen und die grünen Parteien. Dann gibt es die Bewegungen und Parteien, die sozusagen Experten zu sozialen Fragen sind und sich dafür aussprechen, dass die sozialen Gemeingüter gestärkt werden sollen. Das sind linke Parteien und linke Bewegungen, also die sich aus als sozialistisch oder demokratisch-sozialistisch bezeichnen. Und dann gibt es die Bewegungen, ja, und Parteien, wie die Piratenparteien, die sich mit dem Bereich der Netzpolitik, der Kommunikation, der Technologie beschäftigen und sich primär damit beschäftigen und für die Stärkung des Wissens als Gemeingüter, für die Entkriminalisierung von File-Sharing argumentieren und so weiter. Das heißt, es gibt sehr viele Experten und Bewegungen, Parteien in diesen drei Bereichen. Allerdings halte ich es, also wenn man zum Beispiel die Piratenparteien nimmt, die sich halt primär mit Technologiepolitik beschäftigen, denke ich, das ist zu wenig, um der politischen Bewegung des Spektrums, also der politischen Landschaft, diesem Wandel, die Rechtsextremen Zulauf finden und die Linken und die progressiven Bewegungen nicht im selben Ausmaß Zulauf finden, dann ist es zu wenig, dass man nur Technologiepolitik alleine macht. Weil kommunikative Gemeingüter, soziale Gemeingüter und natürliche Gemeingüter, das gehört irgendwie alles zusammen. Daher denke ich, dass man so eine Art
eine Art Politik braucht heutzutage, die sich um die Verteidigung und Stärkung all dieser Gemeingüter kümmert und die auch Netzpolitik, Kommunikationspolitik auf Basis einer breiteren politischen Auseinandersetzung begreift. Ja? Also das, was die Privatisierung, Kommodifizierung und Kontrolle technischer Gemeingüter hat was zu tun mit der Schwächung des Wohlfahrtsstaates, hat was zu tun mit der Zerstörung der Natur. Also wofür ich mich aussprechen würde, ist eine politische Konvergenz auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Für Deutschland würde das heißen, dass ich es von einer linken Position her für sinnvoll erachten würde, dass die Linkspartei, die Piratenpartei und die Grüne Partei zu einer Partei werden, ja, und dadurch zu einer starken linken Kraft werden könnten. Dasselbe sollte auf europäischer Ebene passieren, ja, weil man nur dadurch das Voranschreiten des Rechtsextremismus vielleicht irgendwie noch aufhalten kann. Und das ist eine Dimension. Die zweite Dimension ist, dass Netzpolitik, Politik der Kommunikation und der Technologie in einem breiteren Kontext gesehen werden sollte. Im Kontext von anderen Gemeingütern, die auch privatisiert, ausgebeutet und so weiter werden. Also meine politische Schlussfolgerung dann ist, dass wir wieder über Kommunismus nachdenken müssen und weiterhin darüber nachdenken müssen, da ich denke, dass ein anderer Kommunismus heute noch möglich ist. Ein Kommunismus, der auch einen digitalen Kommunismus beinhalten kann, aber auch ein Kommunismus der Natur sein kann, ein Kommunismus der Geschlechterverhältnisse, ein Kommunismus der sozialen Gemeingüter und so weiter. Ja, damit sei ich da. Danke.